Aber der Punkt ist, wenn du heute noch nicht finanziell frei bist, lass dir etwas zurufen. Du hast keine Schuld. Du hast keine Schuld. Wir wollten einen Bildungsfilm produzieren. Dafür haben wir uns die Lehrpläne aller 16 Bundesländer angeguckt. Und soll ich dir was sagen? Ein durchschnittliches Kind in Deutschland hat 5 Stunden Geldunterricht in seiner gesamten Schulbildung. Grundschule, 2. Klasse, Matheunterricht. Die Lehrerin verteilt kleine Scheine und kleine Münzen. Mein großer Sohn meldet sich und sagt: Frau Patrick, irgendwas stimmt hier nicht. Mir fehlen die 50er, die 100er, die 200er und die 500er. Frau Patrick guckt den 7-jährigen Sohn ein wenig verwirrt an und sagt: Das ist noch nichts für Grundschulkinder. Wir lernen mit den Münzen, mit den 5ern, mit den 10ern und den 20ern. Das war nicht mein Matheunterricht, sondern der Matheunterricht meines großen Sohnes. Und als ich nach Hause kam, stand meine Frau vor mir und sagte: Du, Schatz, unser Sohn hat eine Nachricht im Hausaufgabenheft. Du möchtest bitte mal, ich wiederhole, du möchtest bitte einmal Frau Patrick anrufen. Es geht um den Matheunterricht und es geht um Geld. Jetzt muss man dazu sagen, Frau Patrick könnte meine Tochter sein. Ich bin 42 mittlerweile, fast im November werde ich 42 und Frau Patrick ist, glaube ich, gefühlt 24. Ich wähle ihre Nummer und bin ein bisschen aufgeregt und sage: Müller? Ah, Herr Müller, schön, dass Sie anrufen. Es gab heute einen kleinen Vorfall im Matheunterricht und den würde ich gerne mit Ihnen kurz besprechen. Ich habe mich dumm gestellt. Worum ging es? Wir haben Scheine besprochen, Münzen. Wir müssen lernen, mit Geld zu rechnen, habe ich den Kindern gesagt. Und ihr Sohn hat sich gemeldet und hat gesagt: Frau Patrick, mein Lieblingsschein ist der 500er. Und ich bin der Meinung, das ist nicht angemessen für ein 7 Jahre altes Kind. Tja, jetzt hatte ich ein Problem. Mein Sohn hat noch 2 Jahre mit Frau Patrick Matheunterricht, wenn alles glatt läuft, vielleicht auch 3. Und ich musste diplomatisch sein. Also habe ich so, ich kann diplomatisch sein, selten, aber ich kann das. Ich habe gesagt: Frau Patrick, Sie sind ja durch den Lehrplan sehr, sehr stark begrenzt in dem, was Sie an Unterricht mit den Kindern machen können. Ich habe es noch ein bisschen höflicher versucht, aber in der Kürze der Zeit, das war die Zusammenfassung. Ich sage: Finden Sie das gut, Kindern Armut beizubringen? Und ich sage das bewusst so provokant, weil ich möchte heute Abend alle aufwecken. Es ist Wahnsinn, wie im deutschsprachigen Raum, was über Geld gedacht, gefühlt und gesprochen wird. Und ich möchte heute als allererstes, dass du Frieden schließt damit. Denn wir haben es alle nicht gelernt. Ich stand eben hinter der Bühne, ich habe nicht gesehen, wie viel die Hand gezeigt haben, als Stefan gefragt hat, wer von euch ist schon reich. Ich hoffe, es sind einige dabei. Aber der Punkt ist, wenn du heute noch nicht finanziell frei bist, lass dir etwas zurufen. Du hast keine Schuld. Du hast keine Schuld. Wir wollten einen Bildungsfilm produzieren. Dafür haben wir uns die Lehrpläne aller 16 Bundesländer angeguckt. Und soll ich dir was sagen? Ein durchschnittliches Kind in Deutschland hat 5 Stunden Geldunterricht in seiner gesamten Schulbildung. Und persönlich glaube ich, dass es wichtig ist, dass du mit diesem Thema jetzt Frieden schließt. Dass du dir verzeihen kannst. Denn ich glaube, Persönlichkeitsentwicklung beginnt erst mit dem Verstehen, wer ich bin, und dem Frieden schließen. Alles andere kommt danach. Wenn du einfach immer nur oben drauf tust und vorher nicht einmal verstehst, wer du bist und Frieden schließt, dann ist die Entwicklung schwierig. Ich möchte dir heute zurufen, wenn du noch nicht finanziell frei bist, du kannst nichts dafür. Du bekommst von mir heute 5 Geschichten. Eine hast du schon geschafft und wenn ihr es gar nicht mehr aushaltet, schmeißt einfach ein paar Gläser oben rauf. Ich gehe auch früher runter, wenn ihr keine Lust mehr habt. Ich möchte eine 2. Geschichte mit euch teilen von meinem Freund Lars. Lars ist Bankkaufmann geworden nach der Schule, wir kennen uns aus dem Kindergarten und nachdem er Bankkaufmann geworden ist, hat er seinen Job richtig gut gemacht und ist dann Bankfachwirt geworden. Insgesamt hat er für die Ausbildung, Arbeiten, Bankfachwirt, Wiederarbeiten 6, 7, 8 Jahre gebraucht, wir haben regelmäßig Kontakt und eines Tages rief er mich an und hat zu mir gesagt: Philipp, wir müssen reden. Also so ein bisschen so in der Tonlage, weiß nicht, vielleicht kennt ihr das von euren Frauen oder Männern. Meine Frau sagt manchmal auch zu mir: Schatz, wir müssen reden, wenn ich mich mal wieder auf irgendeiner Bühne daneben benommen habe. Und das war so ein Gespräch, das kennst du vielleicht. Es gibt so Gespräche, wo du eine Botschaft
erst viel, viel später verstehst. Wer von euch kennt das? Man führt ein Gespräch und erst Jahre später versteht man, oh, das hätte ich auch anders sehen können. Bei Gesprächen, wenn dir etwas Schlimmes passiert, wo du im ersten Moment denkst, Katastrophe. Lars hat mir davon erzählt, wie er Bankkaufmann geworden ist. Und er hat gesagt, ich bin Bankkaufmann geworden und jetzt kann ich Lebensversicherungen, Rentenversicherungen, Bausparverträge, Fonds verkaufen, Sparbücher und ab und zu meine Finanzierung. Dann hat mein Chef mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, jetzt werde ich Bankfachwirt. Dann bin ich Bankfachwirt geworden. 2 Jahre immer samstags in die Akademie. Und weißt du, was sagt er? Da habe ich gelernt, wie Bank funktioniert, wenn man ein bisschen besser ist. Denn mein Job, nachdem ich Bankfachwirt wurde, hat sich kaum verändert. Er sagt, es gibt ein paar Sachen, die sind jetzt anders. Die Kunden, die zu mir wollen, die brauchen einen Termin. Kennt ihr, ne? Also wenn man noch gar nichts hat, steht man am Schalter. Wenn man ein bisschen mehr hat, dann darf man in den Glaskasten. Hinten. Erst. So, also man braucht einen Termin. Zweitens, man braucht ein bisschen mehr Geld, richtig? Und drittens, als Berater hast du ein Büro und darfst sitzen und musst nicht den ganzen Tag am Schalter stehen. Die Botschaft dieses Gespräches, die ich erst Jahre später verstanden habe und die mich auch animiert hat, auf die Bühne zu gehen, war, Lars hat mir gesagt, ich kann jetzt Bank. Lars hat mir nicht gesagt, ich kann jetzt Geld. Lars hat mir gesagt, ich kann jetzt Bank. Und das Verrückte ist, die Frage, die ich jetzt stelle, stelle ich in unserer Akademie jeden Monat, wenn wir ein Event machen, nur eins im Monat. Und ich möchte euch auch fragen und ich möchte euch bitten, euch alle umzugucken, wie es hier im Raum verteilt ist. Wer von euch hat einen Banker oder einen Berater, einen jeglicher Couleur, der mindestens Millionär ist? Also einer meldet sich, einer traut sich nicht so richtig zu melden, einer meldet sich. Also für euch, die hier vorne sitzen, auch hinten, sind nicht alle Hände hoch. Und damit du das wirklich verstehst, und das ist mir eine Botschaft, die ist mir ein absolutes Anliegen. Du gibst dein Geld bei jemandem ab, der es nicht kann. Und ich nochmal, es ist nicht, dass ich mich auf ein Podest stelle, nur weil ich es finanziell geschafft habe. Ich möchte, dass du das verstehst. Dass wenn du es nie gelernt hast und du noch jemandem die Verantwortung für deine Finanzen gibst, der es selber noch nicht kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es schaffst im Leben, ziemlich gering. Ich finde, das sind 2 ganz wichtige Erkenntnisse. Erstens, du hast es nie gelernt und zweitens, im Zweifel gibst du deine Verantwortung bei einem anderen ab. Und ich habe gesagt, als erstes darfst du dir verzeihen, verstehen, warum du da bist, wo du bist. Als zweites lade ich dich ein, Eigenverantwortung zu übernehmen. Weißt du was? Niemand kann es besser als du selbst. Was wird passieren? Du wirst Fehler machen, stimmt's? Aber ohne die Fehler lernst du nicht. Und ich habe nie in meinem Leben, auch in meinem ganzen Freundeskreis, wo es natürlich aufgrund meines Vermögens viele Multimillionäre gibt, einen getroffen, der seine Finanzen an einen Dritten abgibt. Und hier sitzen Menschen, die wollen im Leben vorwärts kommen. Und wenn du vorwärts kommen willst, darfst du dieses Thema jetzt anpacken. Es wird jetzt Zeit. Eigenverantwortung übernehmen. Jetzt möchte ich mit euch einen Test machen. Ich hoffe, ihr seid auf der Hut. Ich habe schon gehört, die Stimmung im Raum ist gut. Man sitzt da unten in der Garderobe und hier oben ist Party pur. Ich bin ja heute das erste Mal da und ich bin total begeistert, was Stefan mit seinem Team hier aufgestellt hat. Und ich würde gerne mit euch einen Test machen. Und du machst jetzt Folgendes. Du fühlst mal in dich rein, wie sich das für dich anfühlt, was ich jetzt sage. Okay, jeder verstanden? Die Mädels haben sofort verstanden, die Männer auch? Ja? Du fühlst mal in dich rein, wo kannst du das fühlen? Wie fühlt sich das für dich an? Okay? Bereit? Ja? Mädels und Männer? Okay, ja, ich bin so ein Twitter-Geschlecht, ich kann beides, okay? Also, an der Seite könnt ihr sehen, ich habe ein bisschen Brüste, das ist mein Frauenanteil. Ich sage jetzt einen Satz und du fühlst, okay? Spaß beiseite, fühl bitte in dich rein. Ich liebe mein Geld so sehr wie meine Familie. Ich liebe mein Geld so sehr wie meine Familie. Wie fühlt sich das an? Fühl mal rein. Ich mache einen zweiten Satz. Ich liebe meine Familie so sehr wie meine Gesundheit. Ich liebe meine Familie so sehr wie meine Gesundheit. Wie fühlt sich das an? Wer von euch sagt, das zweite fühlt sich besser an? Und wenn ihr nicht schon schlaft, okay, es gehen ganz viele Hände hoch. Das ist total verrückt. Man kann das stundenlang diskutieren mit jemandem, ob Gesundheit oder Familie wichtiger ist. Das kann man stundenlang vortrefflich diskutieren. Ich habe persönlich eine Meinung. Ich glaube, Gesundheit ist wichtiger. Weißt du auch warum? Weil wenn du richtig krank bist, bist du automatisch auch schwierig als Vater richtig gut, weil du einfach vielleicht im Krankenhaus liegst, im Rollstuhl sitzt oder nicht, dass ein Rollstuhlfahrer kein schlechter Vater sein muss, aber
Du hast einfach Leiden, die du mit dir rumschleppst und du kannst vielleicht nicht für deine Kinder da sein. Das Verrückte ist, wenn ich auf irgendeiner Bühne in Europa darüber rede, dass du dein Geld genauso liebst wie deine Familie, ich meine, ihr seid jetzt speziell, ihr wollt im Leben vorwärts kommen. Stell dir mal vor, ich gehe morgen hier in Köln in die Fußgängerzone und sage, ich liebe mein Geld so sehr wie meine Frau. Ich möchte dich darüber dazu einladen, das zu deiner Priorität zu machen. Geld ist ab jetzt genauso wichtig. Du kannst deine Gesundheit lieben, du kannst deine Familie lieben und du kannst deine Finanzen lieben. Auf einem Niveau. Du musst dich nicht für eines entscheiden. Liebe dein Geld, meine dritte Botschaft. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie kriege ich das hin? Also ich meine, ich treffe manchmal eine Frau, wo ich denke, die könnte mich jetzt lieben, das wäre cool. Obwohl ich sehr glücklich verheiratet bin, aber manchmal denke ich, die könnte mich auch lieben, die ist total sympathisch. Und ich weiß, wenn ihr jetzt hört, ihr sollt das Geld lieben, dann wisst ihr vielleicht gar nicht, wie das geht. Also, pass auf, ich erzähle euch von meiner Nachbarin. Meine Nachbarin Ira, das ist eine ganz besondere Familie. Das sind 4 Eltern und 4 Kinder. Also es ist eine Patchwork-Familie. Und Ira bezeichnet sich selber als Familienmanagerin. Sie ist die Familienmanagerin im Haus. Und sie hat gesagt, sie hat Oliver kennengelernt und dann wusste sie irgendwann, die haben ja beide schon Kinder aus der ersten Ehe. Und sie sagt, ich wusste genau, wenn ich mich mit Olli gut verstehen will, dann brauche ich eine Beziehung zu den Kindern. Okay? Also wenn die Erwachsenenbeziehung funktioniert, müssen wir auch irgendwie Beziehungen zu den Kindern aufbauen, über Kreuz, versteht ihr? Alles klar. Das erste Date mit den Kindern. Also die haben sich natürlich erstmal alleine getroffen, jetzt sind die Kinder dabei. Wie baue ich jetzt eine Beziehung mit diesen Kindern auf? Und sie hat zu mir gesagt, Dankbarkeit, dass ich sie kennenlerne. Demut, offen sein, Vertrauen schenken, Interesse zeigen. Pass auf, genauso funktioniert es, eine Beziehung mit deinem Geld aufzubauen. Beschäftige dich doch mal offen mit dem Thema. Lies mal ein Buch darüber, besuch mal ein Seminar, geh in eine Ausbildung. Es ist kein Geheimnis, du darfst einfach starten, das Thema zu lernen, okay? Ich lade dich ein, beginne dein Geld zu lieben. Ich sah als Baby so ähnlich aus. Der runde Kopf ist noch ein bisschen geblieben, das könnt ihr sehen. Wir haben ein Mitglied in unserer Akademie, der hat uns eine E-Mail geschrieben. Und in dieser E-Mail schreibt er davon, was zu Hause mit seinem Sohn gerade passiert. Sein Name ist Andreas und Andreas sitzt jeden Abend in seinem Wohnzimmer, an seinem Laptop im Esszimmer, im Wohnzimmerbereich und analysiert die Börse. Er möchte ein bisschen Geld an der Börse verdienen. Eines Abends kommt sein Sohn Johannes, der ist 9, kommt jetzt ins Esszimmer rein und setzt sich zu seinem Papa, legt den Kopf so an seine Schulter und sagt, Papa, was machst du abends eigentlich jetzt immer am Computer? Immer jeden Abend sitzt du ein paar Minuten an dem Computer im Esszimmer, dich darf niemand stören, aber ich möchte gern wissen, was du machst. Ja, ja, sagt er, Johannes, ich analysiere die Börse, denn ich möchte ein wenig Geld an der Börse verdienen, dann kann ich weniger arbeiten und habe mehr Zeit für dich. Ein paar Tage später fahren die beiden zum Fußballtraining. Im Auto sagt der Papa zu seinem Sohn, sag mal, Johannes, die Mama hat mir gesagt, du wünschst dir zum Geburtstag einen Fußball. Der Sohn sitzt hinten mit 9 noch auf der Sitzerhöhung, guckt durch den Rückspiegel seinem Papa in die Augen und sagt, Papa, ich habe mir das mit dem Fußball überlegt. Ich wünsche mir keinen Fußball. Ich wünsche mir lieber Aktien. Denn wenn ich einmal groß bin, möchte ich ganz viel Zeit für meine Kinder haben. Die meisten Menschen verbinden mit Geld goldene Uhren, Häuser, Autos, Luxusreisen oder ähnliche Dinge. Wisst ihr was? Das ist Blödsinn. Wisst ihr, dass ich Millionär werden musste, Multimillionär werden musste, dass ich mich getraut habe, Kinder auf die Welt zu setzen? Weil ich so wenig Selbstbewusstsein hatte? Aber ich bin nur für meine Familie wohlhabend geworden. Wofür willst du wohlhabend werden? Reisen, nicht mehr arbeiten, Zeit mit deinen Kindern, ein tolles Zuhause, gesunde Ernährung, Bildung. Vergiss doch mal diesen ganzen Schrott, den du in den Medien liest. Du musst dein Warum kennen, dein Grund, warum es sich lohnt, wohlhabend zu werden. Denn sonst ist so eine Nacht wie heute Abend vielleicht inspirierend, aber in einer Woche ist nichts passiert.
Aber wenn du dich zu Hause hinsetzt und an deinem Warum arbeitest, warum es dir wichtig ist, den nächsten Schritt zu gehen, dann wird es äußerst interessant. Wisst ihr was? Ohne meine beiden Jungs und ohne meine Frau wäre ich nie Multimillionär geworden. Weil Autos, Schiffe, Häuser oder Ähnliches hätten mich niemals gereizt. Niemals. Das hätte nie ausgereicht. Als letztes möchte ich dir eine kleine Geschichte aus dem Kindergarten erzählen, als meine beiden Söhne noch im Kindergarten waren. Wir saßen im ersten Elterngespräch und in diesem Gespräch ging es um meinen großen Sohn, der hatte sein erstes Gespräch im Kindergarten. Und die Erzieherin berichtete davon, dass ein Projekt sterben muss, in dem er sehr, sehr begeistert ist. Und zwar gibt es in diesem Kindergarten ein Projekt, das heißt die Musikantis. Dort musizieren Rentner mit Kindergartenkindern und machen zusammen Musik. Es gibt viele Rentner, die haben keine Enkelkinder und es gibt viele Kinder, die haben keine Oma und Opa mehr. Und die musizieren zusammen. Und dann sagt Ellen zu mir, sagt sie, Philipp, leider haben wir ein Problem. Die Kirche, das ist der Träger des Kindergartens, möchte die Musikpädagogin nicht mehr bezahlen und diese Einrichtung wird sterben. Ich gucke meine Frau an, sie nickt, ich sage, Ellen, was brauchst du? Sie sagt, 2.500 bis Ende des Jahres und jetzt bin ich immer ein bisschen finanziell ausgestattet, wenn ich unterwegs bin, greife in meine Tasche und fange an, 2.500 Euro abzuzählen. Da fängt sie an zu heulen und sagt, nee, so geht das nicht, das ist ja jetzt hier öffentlich und so. Ich sage, alles in Ruhe, ich kann das auch überweisen, ich möchte einfach diese Pädagogin für dieses Jahr bezahlen, dass diese Einrichtung nicht stirbt. Ich sage aber, Ellen, einen Deal habe ich. Wenn ich das mache, dann möchte ich Besuchsrecht haben. Ich möchte einmal dabei sein mit meiner Frau. Ich weiß, das ist eine Kindergarteneinrichtung und ich weiß, dass das nicht gern gesehen ist, aber mein Deal ist, du bekommst das Geld für dieses Event, also für ein Jahr die Finanzierung und im Gegenzug darf ich einmal mit meiner Frau hinten in der Ecke sitzen und zugucken. Gesagt, getan, nächster Mittwoch, 10 Uhr. Meine Frau und ich sitzen hinten in der Ecke und die Rentner kommen rein. Einer mit Gitarre, einer mit Akkordeon, alle kommen sie rein. Dann wird es draußen auf dem Flur laut. Die Rentner stellen sich auf mit so einem Tunnel. Kennt ihr das von den Kindern? So gegenüber und so? Kennt ihr das? Ja? So, die Kinder kommen rein. Nachdem die Kinder durch die Rentner durchgegangen sind, stellen die Kinder sich auf. Und die Rentner, pass auf, jeder nach seiner Kraft, einige im Krabbeln, einige im Kriechen, einige so halbgehend, humpelnd, hinterherziehend. Und ich sitze da und denke, guck mal, was Geld machen kann. Guck mal, was Geld schaffen kann. Diese Menschen waren so unglaublich glücklich. Es war so ein Vergnügen, das zu sehen, wie Rentner auf einmal gerade stehen mit ihrem Musikinstrument und Musik machen. Und ich wusste, das ist noch ein Grund, warum ich wohlhabend geworden bin. Ich möchte dir zurufen, übernimm Verantwortung. Und zwar jetzt. Wir stehen in dieser Welt an der Kante und es gibt nicht zu viel Geld, es gibt nur zu wenig und zwar von der Verteilung her. Es ist genug da und wenn du lernst, wie Geld funktioniert, dann lässt du dich nicht mehr von deinem Chef oder von irgendjemandem ausbeuten. Wenn du möchtest, hier sind nochmal die 6 Stichworte, schließe Frieden, nehme dich an, übernimm Eigenverantwortung, lieb dein Geld, lebe dein Warum, übernehme Verantwortung und entwickle dich weiter. Es ist faszinierend in Deutschland, dass wenn man Tennis spielen lernen will, man einen Tennislehrer nimmt. Wenn man Autofahren lernen möchte, muss man in die Fahrschule gehen. Warum glauben so viele Menschen, dass sie wohlhabend werden ohne einen Mentor? Danke, dass ich bei euch sein durfte. Vielen Dank. Jan Müller!